Max Beckmann. Max Beckmanns Frau Mathilde trug den außergewöhnlichen Spitznamen Quappi. Sie war die jüngste Tochter des Malers Friedrich August von Kaulbach und wurde 1925 die zweite Ehefrau von Beckmann. Als jederzeit modisch gekleidete und lebensfrohe Dame strahlt Quappi aus den zahlreichen Porträts, die Beckmann von ihr angefertigt hat, den Betrachter und Betrachterinnen entgegen. Den Spitznamen gab ihr jedoch nicht, wie häufig zu lesen ist, Beckmann selbst, sondern ihre langjährige Freundin Marie-Louise von Motesitzky, die sich damit eine Anspielung auf ihren ursprünglichen Namen Kaulbach erlaubte.